Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen gegen den ersten FCK. Und es ist DFB-Pokal angesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Woo! Treffer versenkt. Jo, das ist DFB-Pokal. Da sind wir also noch ganz gut dabei. Erster FC Kaiserslautern ist ja genau wie wir in der zweiten Liga. Also könnt ihr das noch hinhauen. Danach weiß ich nicht. Und ich will hier gerade wieder wechseln, das geht ja nur nicht. Muss mich gerade erst wieder auf Bier Pro einsortieren in meinem Gehirn. Oh oh, da geht's auf Außen. Gut. Weiter ran. Ah. Ich habe hier noch ein bisschen lange. Oh, Park. Foul, es gibt. Für wen? Wer hat jetzt wen gehauen? Park oder. So. Schlecht. Wow. Der Dick. Oh. Wir suchen jetzt hier irgendwie die Möglichkeit, den die Pille abzunehmen und dann nach vorne hin zu vollstrecken. Ne? So soll es ja eigentlich aussehen. Aber ich darf dabei nur nicht zu viel herumrennen. Und jetzt? Oh, schade. Kopfball. Dranbleiben. Also es ist gerade überhaupt nicht einfach. Oh, oh, sehr schön geklaut. Ja. Jawohl. Da sah der Torwart überhaupt nicht gut aus. Schaut es euch mal an. Also den hätte er haben müssen. Wie er sich da hinlegt. Wie schwach. Das war wirklich schwach. Also das hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Okay. Oh shit. Verloren gegen Löwe. Orban. Das ist natürlich 18 Minuten erst gespielt, da ist noch alles offen im Pokal. Wissen wir ja, der hat seine eigenen Gesetze. Da geht ganz schnell mal was vorbei oder daneben. Schade. Die Flanke war nicht so gut. So, dann werden wir gleich dazwischen gehen. Wunderbar. Ich merke irgendwie gerade Hals. So, wieder alles frisch. Oh. Genau. Mann! Da hat man hier noch was im Hals und wird umgehauen. Das geht ja mal gar nicht. Oh ja, wunderbar. Sehr schön. Und ich bin 8 Kilometer im Abseits. Ja! Ah, da, ah. Ich stehe immer noch natürlich da 8 Kilometer im Abseits. Ah.
Wie hieß er? Bunyaku, okay. Alles gegeben. Alles gegeben, aber er läuft nicht los. War das nicht irgendwie mit R1? Warum läuft er nicht? Ah, L1. Ja, da kann ich ja lange R1 drücken. Dann läuft er. So, wunderbar. Auf richtiger Position wieder unterwegs. Und der Ball ist im Aus. Wunderbärchen. Karl, ey. Hat da... Park! Wunderschön! Ah, das war schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Was heißt L1, ne? Ich vergesse das immer wieder. Oh, wunderbar. Klauen wir denen die Pille, bevor sie irgendwie gefährlich werden können. Gut, gut, gut. Ja! Ich bitte euch, also irgendwann ist auch mal genug hier des Guten. Genau. Doch zu weit, verdammt. So, eine Sekunde mal. So, also ich musste gerade erstmal bei Skype irgendwas regeln. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, die wollen alles vorgekaut haben. Sind zu faul, um eine Sekunde lang mal selbst zu denken. Einfach mal selbst denken. Oder selbst was in Erfahrung zu bringen. Das ist echt zu schwer schon. Und dann drehe ich irgendwann durch. Meine Güte. Alles vorgekaut haben. Wie mache ich das? Wie geht das? Kann mir jemand sagen, wie das geht? Ich brauche mal hier die und die Hilfe. Warum macht das niemand für mich? Hilfe! Meine Güte. Es gibt auch nicht umsonst das Internet. Irgendwo hier muss man ja selbst die Erfahrungen sammeln, ne? Und das sind halt so Sachen, die man sich eben selbst beibringt. Natürlich ist es mit Lehrern einfacher, aber wenn man die ganze Zeit immer sagt, aber es ist ja nicht jetzt nur einmal gewesen, sondern den ganzen Tag schon. Wie geht das? Was brauche ich am besten? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann den ganzen Tag nur die Nachrichten runterrattern siehst, dann nervt das echt ein. Ich könnte schon fast explodieren. Einfach doch mal selbst was checken. Worum geht es denn nicht? Immer alles vorgekaut bekommen. Da kriege ich echt die Krise. Da könnte ich echt die Leute links und rechts einen in die Schnauze hauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kriege halt sehr viele solche Fragen von Menschen manchmal, die dann sagen, also wie geht denn das? Kannst du mir das erklären? Sag ich, ja, alles klar. Erkläre ich dir gerne. So, dann 3 Stunden später, wie geht denn das? Fragt die Person immer noch, aber nicht mich, sondern 1000 andere, wie geht denn das? Wenn du es nicht verstehst, dann... Egal. Egal, das ist doch alles lustig. Also, man kann natürlich Fragen stellen, das ist alles gut und so weiter, aber bitte mal Eigeninitiative ergreifen, mal ein bisschen selbst was machen. Nicht immer nur was in den Raum werfen und dann... Jetzt erklär mir das mal bitte jemand und macht am besten das für mich. Ich kann das nicht. So, da krieg ich echt, da krieg ich echt Plack, wisst ihr das? Da sehe ich echt rot. Ein Mann sieht rot. Der Dude sieht rot und zieht. Und zieht. Eieiei. Oh! Krass. Krass gerettet. Also das nur mal zum Thema, was mir gerade einfällt. Aufgrund der einen Tatsache hier, dass da Menschen sind, die einfach nichts... Wartet er, bis er eingeholt wird? Ja. Kann natürlich passieren. Es gibt halt Menschen, die möchten alles vorgekauft bekommen. Nicht mal bloß selbst denken. Das wäre echt zu schwer. Auch so eine Frage, was ich schon oftmals erlebt habe.
kriege ich unter ein beliebiges Video eine Frage, die nichts mit dem Video zu tun hat. So, überhaupt nichts. Und man die Antwort auf das Video, auf die Frage bei Google innerhalb von 10 Sekunden bekommen könnte. Nein, warum? Man kann doch einfach unter ein x-beliebiges Video eine verdammte Frage stellen. Das ist echt... Ah, sorry für meinen Fehler. Ich drehe hier nämlich halt schon selbst durch und kann nicht mehr mich konzentrieren aufs Spielen. Das ist einfach echt unglaublich, wie es manche Menschen schaffen, so behindert zu sein. Also, wie gesagt, man kann gerne Fragen stellen. Am besten sind die Fragen dann, wenn sie unter einem Video sind, auch irgendwas mit dem Video zusammenliegendes oder sowas. Sowas wie, du benutzt in diesem Video den und den Effekt, wie ich sehe. Hast du das in deinem Renderprogramm drin oder wie hast du das so gemacht? Oder irgendwie sowas halt Spezifisches, wo man erkennt, aha, der hat sich Gedanken drüber gemacht. Dann gibt es halt Leute, die machen einfach, ich möchte Let's Plays machen, wie nimmst du das auf? Und kannst du mir sagen, welche Programme ich brauche und welche, alles ich brauche? Sag mir alles, alles jetzt. Ich brauche alles jetzt zu wissen. So, Moment, ich mache jetzt ein Let's Play. Okay, in dem Sinne passt das ja schon. Ey. Also in dem Sinne passt das ja schon. Aber man kann ja nicht den alles Mögliche erklären. Also ich sage dann, ja, das macht man mit einem Aufnahmeprogramm, zum Beispiel so und so, würde ich sagen. Und, DxStory. Und dann brauchst du ein Programm, mit dem du das renderst. Und dann lädst du das hoch. Auf YouTube. So, dann kommen die nächsten Fragen. Wo kriege ich denn das? Man könnte es ja auch nicht bei Google eintippen. Wie heißt das Programm? Wo kriege ich denn das? So, und dann die nächste Frage. Okay, ich habe das Programm jetzt. Aber irgendwie nimmt das nicht auf. Ja. Soll ich dir jetzt die Anleitung dazu reinposten, oder? Was möchtest du machen? Solche Sachen, da denkt man echt nur... Was ist mit den Leuten geschehen? Warum sind die alle so behindert? Und in der Regel sind es dann halt leider, also ich will ja da nicht sowas Böses sagen, aber in der Regel sind es dann halt einfach Leute, junge Leute, die sehr, sehr jung sind und eigentlich gar keinen Bock haben, überhaupt selbst was in Erfahrung zu bringen. Einfach, man soll es denen vorkauen. Als, die brauchen Muttermilch. Muttermilch ist das. Du sollst denen das aus deiner Drüse, aus deinen Zitzen, den in den Mund reinpressen. Klingt jetzt komisch, aber ist ja irgendwie so. Die sind noch nicht für feste Speise gemacht. Die können nicht Google benutzen und da was reinschreiben. Wie mache ich das? Selbst das, da würde man schnelle Antworten kriegen. Es gibt 80 Milliarden Foren, wo diese Frage bestimmt schon 100 Mal gestellt wurde. Aber es gibt immer wieder Leute, die es einfach nicht hinkriegen. Kennt ihr solche Leute? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ist zwar hier einfach, dass ich ein bisschen hier rage über so ein Thema, aber es kotzt mich einfach an, wenn Menschen es nicht auf die Reihe kriegen, auf die Kette bekommen, mal einfach was nachzulesen. Können die Leute heute nicht mehr lesen? Ist es das? Und können die auch nicht mehr schreiben? Doch schreiben können sie offensichtlich, sonst könnten sie ja nicht ihre dämlichen Fragen stellen. Also wie gesagt, Fragen stellen ist gut. Fragen stellen ist immer willkommen. Vorausgesetzt, es sind eben nicht Fragen wie jetzt mach mir das mal, wie geht das genau? Sondern spezifische Fragen, sodass man erkennt, dass die Person sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und da auf ein Problem gestoßen ist. So nach dem Motto, ja, wenn ich rendere, habe ich das und das Problem. Also da flackert das Bild, wenn ich... sonst irgendwas mache. So, meinetwegen, irgendwie sowas. Was weiß ich? Ich kann mir jetzt keine Frage ausdenken. Boah, schöner Schuss. So ist das einfach, ne? Aber ich helfe ja gerne. Das ist es ja. Das ist mein großes Problem. Ich helfe ja gerne. Man stellt mir Fragen. Ich helfe dann immer. Aber irgendwann reißt einem die Hutschnur, wenn es immer und immer wieder kommt. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, man immer nur das Gleiche hört. Aber ich hab's immer noch nicht hinbekommen. Ja, mein Gott, dann hör auf, Let's Plays zu machen. Es ist einfach echt so. Meine Güte.
schön. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß in diesem Video, auch wenn ich mich mal hier ausgelassen habe. Aber so geht es mir echt manchmal. Das ist so oft gewesen. Ich meine jetzt keine bestimmte Person, eben gerade zwar schon, aber im Allgemeinen keine bestimmte Person. Und, meine Note geht sowas von bergab. Schade. Da wollte ich nochmal Gas geben. Ja, aber trotzdem möchte ich euch ermuntern, Fragen zu stellen. Fragen stellen ist immer gut, im Prinzip. Es sei denn, man gibt sich überhaupt keine Mühe und möchte einfach alles nur vorgekaut haben. Das ist so die Quintessenz, was ich sagen möchte. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Aber man könnte auch einige Fragen mit Google lösen, denn da sind auch schon die ganzen Antworten meistens zu finden. So, wunderbar. Herausgespielte Chancen, 80. Yay. Okay. Damit sind wir weiter, wa? Wir haben gewonnen gegen Kaiserslautern. Wird im Pokal auch ausgelost? Nö, ne? Da müssten wir jetzt eigentlich gegen Nürnberg spielen. Ist das richtig? Verstehe ich das richtig? Ah, wir sind wieder frisch, oder? Selçuk Alibas ist zurück. Wunderbar. Und dann geht's beim nächsten Mal gegen Greuther Fürth. Wir gucken nochmal ganz kurz und meine Leistung bzw. Teambericht. Irgendwas habe ich plus 3 gekriegt oder so. Offensive Stellungsspiel oder sowas? Wo ist denn das? Stellungsspiel, da! Plus 15 schon! Boah, krass! Ja, cool. Dann war's das für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.